Los geht's mit dem Qualifying. Ja, wieso kann der schneller fahren als ich? Bitte? Ja, er war zu schnell in der Box. Ich bin gewundert, wieso er schneller fahren kann. Aber er hat wohl wahrscheinlich seine Penalty gekriegt, weil er wieder angehalten hat. Ich hatte den Speedlimiter noch drin und er hat mich überholt. Ich dachte, die geht lässt, wieso kann er schneller fahren? Na, 11 Leute schon, langsam wird's. Hier wird auch Platz gemacht im Qualifying. Cool. Thank you.
Park Fermé hier. Ist ja jetzt hier im Quali auch nicht mehr die Felder angezeigt. Was angezeigt? Die Felder da, diese grünen oder roten Balken, nachdem wie schnell das ist. Nee, manchmal streicht dieses Dünn noch aus. Macht passiert meistens dann, wenn natürlich viele Leute dazukommen und runtergehen. Thank you.
da ist ja mal ein rausgehauen. Meine Fresse. Hast du das gesehen? Ich meinte an, das ist die Zeit von Dennis. Ach so. Die Runde war nahezu perfekt. Ach du grüne Neune, da fehlen mir 3 Sekunden. Ja, Jens, nie, wir sind natürlich nass über Käuser, kein Escape, ne? Und wenn du mal auf die Uhr guckst, macht es wenig Sinn, noch eine Runde zu fahren, ne? Das machen wir uns fast. Wie viel liegt denn immer dann mit? Hast du 25 Minuten gemacht oder was? Oder wie ist das denn? Also ich habe ausgerechnet, müssten 14 Runden sein, 14,5. Für 1500 geteilt durch 96 oder was. Also mal 52 Liter und alles ist gut. Ja, habe ich auch. Ich glaube 60 einfach geteilt, das wird ja auch lang. Dass in der letzten Linkskurve das Auto extrem wippt und wenn man da zu stark einlenkt, dass das dann hinten ausbricht. Ja. Ja, ich schalte direkt ins Rennen. Auch, ja.
viel Spaß. Haben wir eine Einführungsrunde? Keine Ahnung. Das müsst ihr darstellen, das wird ja im Chat kommen, wenn dann eine Einführungsrunde kommt. Stimmt. Auf jeden Fall nehme ich auf. Gibt es eine Einführungsrunde? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Da sehen wir gleich, ob die Ampeln angehen oder nicht. Ne, Formation Lab, genau. Und das Auto rollt am Start. Na super. Oliver ist von mir ganz schön geworben gerade eben. Der eine hat nicht verstanden, dass Einführungsrunde ist. Vorsicht. Der Napolitano. Och nee, das gibt's doch nicht. Ich werde in der Einführungsrunde angepumpt. Oh Mann, ey. Ich bleib gleich mal ganz hinten stehen. Auch spannend ist, wie die Leute hier mit einem 170, 175er Punkt nicht warpen. Und schon wieder hat mich einer hinten getroffen. Oh mein Mann. Ja, das fährst du auch so komisch. Pass auf, Dennis, du rollst, ne? Ah, Bremse ist drin. LOL. Was ist los? Boah, irgendwie hat mich das Spiel gerade mal rausgeschmissen. Bin jetzt aber wieder am Fahren. Ich war auf einmal auf dem Desktop. Thank you.
Ah, da ist halt ein Affe vor mir, ey, Napolitano. Wieso, was macht er? Ist hier nicht vorbei, oder was? Ja, blockt mich so dermaßen weg. Hat den 190er Ping, eiert durch die Gegend und blockt wie ein Blöder. Oh, jetzt habe ich ihn weggehauen. Lol, Der Vorderreifen ist jetzt schon auf 75% runter.
64%. Dann ist es raus. Ja, der Pisser hat mich doch da abgeschossen. Zweimal. Überall Bremsplatten, nichts geht mehr. Rechts bin ich bei 57% hier. Wow, ich hab noch 56. 38. Ich schreibe aber auch schon Tire Management hier. Nicht das, was es bei Assetto Corsa gibt, dass wenn du durch den Dreck gefahren bist, dass du jetzt mal Schwierigkeiten hast mit der Haftung der Reifen. Das gibt es hier anscheinend nicht. Ich habe jetzt gerade getestet, bin ins Kies gefahren und hatte keine Änderung gemerkt. Noch gibt es sogar optisch auf den Reifen. Ja, optisch, aber vom Gefühl her habe ich nichts gemerkt.
Dafür sind aber die Reifentemperaturen und der Abnutzung wesentlich besser als wie ein AC, finde ich. Ja, ja, also das ist schon der Hammer. Ja. Was macht dein rechter Vorderreifen, Olli? 45. 18%. Oh. Wow. Das heißt, wenn du so weitermachst, hast du bald einen Platzer. Zwei Runden noch. Dann lenkst du wohl ein bisschen zu aggressiv ein oder bremst zu spät. Das ist heftig. 18, Wahnsinn. Aber ich merke schon, also auch die Hinterreifen, die haben die kaum noch Grip, also wenn ich da beschleunige, merke ich, dass der Arsch weggeht. Ich habe mich nämlich genau vor dir die gleiche Strecke gedreht, wie du auch kennst. Aber hinten habe ich auch schon nur noch 63 und 68.
weiße Flagge, Jens? Bitte? Ob du schon die weiße Flagge hast, Jens? Ja, letzte Runde. Obwohl, ich hab's nur noch nicht. Ich habe jetzt gerade die Box angezeigt bekommen. Ziel. Jetzt habe ich gelbe Flagge und Zielflagge oben. Und wieder muss ich sagen, das ist hier kein Assetto Corsa, wir fahren in die Box. Hat genau gut, dass gepasst, 4% noch. Gleich nochmal einen Rennen machen oder nicht mehr? Ich glaube, ich probiere jetzt noch ein paar Runden mit dem Ferrari und dann war es das auch heute. Nass geschwitzt. Ja, bin auch durch. Hat's denn Spaß gemacht? Ja, war schön mal wieder. Ja.